Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Petey Bones, und zwar mit dieser Box hier, die Platin war gestern Box von Kollege und Farid Bang. Und ich würde mal sagen, bevor ich euch die zeige, mache ich sie erstmal auf. So, und jetzt ist sie gleich auf und dann können wir uns die angucken. Und ich muss sagen, als ich das Paket bekommen habe, dachte ich immer, krass, wie groß sie ist. Die ist verdammt groß und verdammt schwer, das kann ich euch mal sagen. Und aber ich finde, diese Box sieht richtig geil aus mit den Silbernen. Ich zeige es euch mal ganz kurz, so sieht die aus, ja. Komplett silber und alles, sie sieht richtig geil aus, richtig nice und so von hinten. Aber verdammt schwer, verdammt schwere Box. Und ja, ich werde sie mal ganz kurz auspacken. Und es fährt sich auch ganz cool an mit den, ja, fährt sich richtig cool an. Ich werde sie mal ganz kurz alles hier hinpacken und auspacken. Und da haben wir einmal hier, weiß gar nicht, was das ist, ein Gutscheincode, das zeige ich euch gleich mal. Eine LP. Dann haben wir hier noch ein Trikot. Oh, ich denke sogar, das ist das goldene Trikot. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben jetzt noch ein Bild oder was? Ah, versuche ich mal jetzt auch so. Oh, ist das ein Aufkleber? Das ist, oder was ist das? Na gut, da muss ich gleich mal gucken. Wäre ja cool. Aber nee, ich denke mal, das ist einfach so ein Bild. Oh, das ist hier verdammt schwer. Das ist hier so ein Buch. Und das ist. Wo ist die CD? Es ist keine CD drin. Das ist alles. Das ist das. Okay. Okay, das ist jetzt nicht so krass. Also, na, ich pack's mal hier hin. Und ja, gut, dann packe ich die Box mal wieder hinten hin. Ich vermisse jetzt hier die CD. Ich nehme mal an, dass die in dem Buch drin ist, aber das ist. Ja, was will ich denn? Naja. Ich hätte lieber eine CD-Hülle gehabt. Also wenn das jetzt wirklich hier so drin ist, ich lege es mal ganz kurz hier hin. Gucken wir uns mal das Bild hier an. Ja, das ist scheinbar wirklich nur ein Foto. Ja, ich zeige es mal ganz kurz. So sieht es aus von den Echo. Und ja, so Hintergrund ist weiß. Und übrigens, jetzt wo ich das Bild sehe, wollte ich euch unbedingt mal sagen, ich hätte diese Box, also Platin war gestern schon ein cooler Name, aber ich hätte nach diesem Echo-Vorfall hätte ich die Box Echo war gestern genannt. Ich fand das irgendwie lustig, das hatte ich auch vorgeschlagen. Aber scheinbar war die Box schon fertig, sonst hätten sie es vielleicht sogar noch geändert, wer weiß. Ja, und dann haben wir hier, oh guck mal, ich zeige euch mal ganz kurz die Sachen, die hier noch sind. Da haben wir die Nachfrage Trap LP, ja, die ist hier. Und so von hinten. Ja, mit 5 Tracks. Die lege ich mal ganz kurz hin. Und ja, den Gutscheincode, den könnt ihr gerne haben, wenn ihr den jetzt nicht seht. Also wenn man den jetzt nicht sehen kann, dann blende ich den nochmal ein. Könnt ihr gerne haben, brauche ich nicht. So, und jetzt widmen wir uns diesem riesengroßen Buch. Machen wir das einfach mal auf. Also ich werde jetzt hier aber von dem Buch wahrscheinlich nicht alles zeigen. Ich zeige mal ganz kurz. Das sind ja doch schon ganz schön viele, ja, viele Seiten. Gucken wir uns das auf jeden Fall mal ganz kurz an. Ah, dann machen wir die Folie ab. Und dann sehen wir hier, die Hinterseite ist komplett weiß, schwarz. Was sage ich da? Hier steht denn da was drauf. Also JPG, Platin war gestern steht hier drauf. Und hier steht dann auch JPG, Platin war gestern drauf. So steht es dann hier drauf. Ich mache es mal ganz kurz auf. Aha, hier haben wir den CDs, Mann. Dann liegen die CDs hier so drin. Das ist so ein bisschen schade. Ich habe gerade für so eine Box, hätte ich sie wirklich, und die Box war ja schon nicht ganz preisgünstig. Ja, ich glaube, 50 Euro hat die sogar gekostet. Da hätte ich es schon ganz gerne gehabt. Ich hätte auch ganz gerne ein richtiges, designte, naja, richtig coole CD-Hülle gehabt. So mit richtig Style, die auch dazu gepasst hat, zu den Titeln. Ich versuche jetzt die mal rauszunehmen. Das klemmt jetzt hier eigentlich, nee, die CD. Die, nee, kannst du so nicht rausnehmen, das fällt dann einfach. Naja, das klemmt einfach, ich habe Angst, dass die zerbrechen oder so. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz, den Umschlag mache ich mal ganz kurz ab, sonst wäre das jetzt hier kontraproduktiv. Ich zeige euch das mal ganz kurz, hier sind denn die CDs drin. Ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Mir gefällt es nicht so besonders, ich hätte jetzt wirklich eine CD-Hülle gehabt. Aber das Buch ist auf jeden Fall schon was Ordentliches. Ja, hier hat man ganz viele Bilder. Ich werde jetzt die nicht einzeln reinblenden, so wie ich das anders mache, sonst immer bei den Booklets mache.
Wir haben verdammt viele Bilder hier drauf. Ich zeige euch mal von Touren. Verdammt riesig das Ding. Verdammt schwer. Okay, wir haben wirklich nur Bilder drin. Ist da auch Text irgendwas dabei? Ich blätter mal ganz kurz durch und wenn was Cooles da ist, zeige ich euch das mal. Ja, hier haben wir immer noch Farid und Kollega. Boah, das Buch ist schon verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Also es ist schon was Cooles, es ist mal was Neues, dass so ein Buch dabei ist. Schade halt wirklich, das muss ich leider sagen, dass diese keine CD-Hüllen dabei sind. Das ist ein bisschen arm, finde ich. Ich hätte es wirklich ganz gerne gehabt, gerade für so eine Box. Ja, es sind halt alles nur Fotos und die blätterst du einmal durch, da guckst du dir mal an, danach legst du das in den Schrank und man hast davon eigentlich nicht so viel. Ja. Ich sehe jetzt auch nichts anderes, dass hier noch was Geschriebenes dabei ist. Das sind alles Fotos, die sind natürlich alles gut, ist alles hochwertig. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, ganze von Touren Fotos, also ich glaube jetzt habe ich nur von der Tour gesehen die Bilder. JPG 3 oder 1 Tour, ne 3 sogar, alles, also die Bilder ist voll. Wer das unbedingt sich angucken möchte, ja, muss einfach sich die Box gönnen, muss ich so sagen, weil sonst, ich kann das nicht anders, ich würde das alles gerne zeigen, aber es ist ja extrem viel, würde das Video extrem lange dauern. Boah, auf jeden Fall. Naja, ich weiß nicht, von der Aufmachung ist es gar nicht so schlecht. Ich finde das ganz cool. Allerdings sind das ja auch alles nur Tourbilder. Ja, vielleicht hätte man auch andere Sachen reinmachen können. Ja, aber trotzdem ein ganz schönes Ding. Ich packe das mal jetzt ganz. Oh, die Esche-Bilder sind auch dabei. Ich packe das mal ganz kurz rein. Ja, gut, ich zeige euch das hier nochmal ganz kurz. Und dann packe ich das Buch aber auch mal weg. Dann gucken wir uns das Trikot an. Und dann packe ich das Ganze alles wieder ein. Gucken wir uns das Trikot an. Hier haben wir einmal das Trikot. So sieht das denn aus. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich jetzt nicht das ganze Buch gezeigt habe. Das ist einfach zu viel. Ja, das ist wirklich zu viel. Und jetzt gucken wir uns das Trikot mal an. So. Ja, so, dass es nicht verklebt oder so. Okay, das ist schon mal richtig gutes Material. Das fährt sich echt cool an. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt das goldene Trikot. Ja, das Boss-Trikot. Ja, so sieht es aus. Ist ein ganz ordentliches, das Material ist auch ordentlich. Der Druck ist ordentlich. Man kann hier nicht meckern. Es ist auf jeden Fall was ziemlich cooles. Sieht cool aus. Fährt sich gut an. Ja, Boss. Edition. Ja, so, da haben wir alles. Ich hoffe, ihr konntet alles sehen. Und hier hinten die 01 Boss. Ja, steht hier drauf. Ich werde es nicht anprobieren. Oder vielleicht werde ich es anprobieren, aber dann in Instagram euch zeigen, ob es passt oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein L-Trikot. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht sonderlich groß. Ne? Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn es passt, hat auf jeden Fall was Schönes. Hat ein schönes Trikot, was er sich anziehen kann. Und hat dabei auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, ob mir die Box wirklich so gut gefällt. Wie gesagt, die CD-Hüllen hätte ich doch ganz gerne dabei gehabt. Man hätte ein bisschen auch Platz sparen können. Das Buch hätte man vielleicht ein bisschen kleiner machen können, würde ich sagen. Ist mir jetzt doch ein bisschen zu groß. Aber das war das Unboxing zu dieser Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.